Also, Bestandsaufnahme. Ich wollte den Zug klauen, ich wollte Roboter klauen, ich wollte ganz viele Sachen klauen. Türme. Zwei. Zwei Türme werden nicht reichen. Ja, also auch Edelsteine klauen. Das ist... Kennt ihr dieses Doof-Schaf? Also ein Schaf, das auf so einem Bild ist? Also auf allen möglichen ist das inzwischen drauf. Das sagt dann, ohne dich ist alles doof, Essen doof, Wasser doof, was auch immer. Genau das habe ich gerade ein bisschen bei dem Spiel. Eisen doof, Kupfer doof, Öl doof, alles doof. Ich krieg das nicht gebacken. Aber ich krieg's nicht gebacken, weil ich zu gierig bin. Ich mache halt immer alles mehr und größer und besser und was weiß ich. Denn es ist klar, dass die Ressourcen hier daherkommen. Oh ja, alles Schritt für Schritt. Die Drills haben wir. Roboter. Klau mal hier ein paar Roboter raus. Das war schon ein paar mehr. Hm? 45. Das sollte doch gut hinhauen. Zwei Construction Bots. Ja, gut. Zug. Zug, du musst mal mit. Ich sammle schon wieder Roboter ein. Hm? Da. So. Die ganzen Leichen hier drin. Ups. Zahnräder nicht um. Zahnräder nicht unbedingt. Transport Bales brauche ich auch nicht mehr. Die brauche ich. Ich brauche keinen Draht mehr. Fällt mir gerade auf. Ich brauche keinen Draht als selber. Ich stelle keine Chips mehr selber her. Also brauche ich auch keinen Draht, verdammt. So, da. Leichen. Lampen brauche ich auch nicht mehr. Holzkisten auch nicht. Ja, okay. Also dich. Da ist jetzt wieder Holz drin, ne? Yep. Da. Nimm das doofe Holz und lass mich in Ruhe. Du kommst weg. Türme fehlen. Für Türme wollte ich die Zwischenrohstoffe holen. Da fehlte was. Blau und die Vorstufe. Also das da? Die Vorstufe. Das ist das da, wovon wir echt nicht mehr viel haben. Jetzt kann ich 6 Stück noch bauen. Alles gut. Dann hätten wir schon mal 8 Stück. Ist jetzt nicht so die Welt. Aber. Genau, füttert mich, füttert mich, füttert mich. Was kommt da angeflogen? Ah, Zahnräder. Das heißt, die letzten beiden Türme mal abbrechen. Damit wir die Zahnräder nicht auch noch selbst herstellen. Also es sind nur 8 Türme, aber ich guck mal ganz kurz, was die Forschung so sagt. Also ob hier alles voll ist, scheint der Fall zu sein. Und wie die Tränke aussehen. Oh, ich wollte die Lila-Tränke noch irgendwann hier hinbringen. Da. Ach, ja, doch, so ein paar. Ein paar sind es ja, ne? 1300 hier alleine. Das heißt, ich mache jetzt mal Forschung an und sorge für Laser Damage Upgrade. Kostet nur 200. Und dann machen die 8 Stück, die wir dann da oben hinstellen, schon mal ein bisschen mehr Schaden. Und danach dann das nächste und so weiter. Da ich gerade beim Öl bin, nur mal ganz kurz gucken. Schwefelsäure ist voll, das ist super. Petroleumgas füllt sich, weil nicht so viel Schwefel hergestellt werden muss, weil es aus den Kisten kommt, wahrscheinlich noch. Öltank ist voll. Die hier warten nur drauf, entleert zu werden. Fässer. Fässer wurde auch schon vorgeschlagen in den Kommentaren, dass ich nochmal so 100 Stück bauen sollte. Kann ich machen, aber jetzt nicht. Jetzt ist gerade das hier wichtiger. Überlandleitung. Habe ich keine. Das, oh, hallo. Das ist jetzt nicht so praktisch, dass ich diese langen Stromkabel nicht habe. Weil ich muss eine Leitung noch umsetzen, sonst habe ich da keine Türme. Und Türme, Schrägstrich, Mauern sind mit das erste, was ich setzen sollte, ne? Dann wäre es vielleicht ganz praktisch, wenn ich Mauern mitnehmen würde, ha? Gib mir mal Tungstenmauern, so viele wie im System vorhanden sind. Und da ist noch eine Königin, die ich gleich einsacken muss. So, füttert mich. Ich bleib einfach hier stehen, bis sie kommen. Also ja, Mauern wären sehr praktisch. Stromverbindung wäre sehr praktisch. Das heißt, ich brech mal. Kann ja nicht alles abbrechen. Die ganzen Zwischenschritte werden ja abgespeichert. Jo, abbrechen. Oh, ich kann ganz schön viele jetzt bauen.
Überlandleitung wollte ich. Da. Bau davon so ein paar Stück. Gut. Und denn jetzt die 10 davon. Okay, noch irgendwas? Die Mauern kommen langsam, aber es sind gerade mal 70 Stück. Das wird nicht reichen, einmal um den ganzen Block darum. Das ist nämlich ganz schön groß. Wobei, ich muss ja nicht alles verteidigen, ne? Ich brauche ja eigentlich nur den 6er Mining Drill, eine Kiste, einen Roboport und dann der Bahnhof. Ich brauche ja keine Drills hier draußen oder da draußen. Ich brauche nur einen Drill da. Also 6er Drills sind in der Hinsicht echt super. Übrigens noch eine Sache, die ich vergessen habe und die mir dank einem Kommentar wieder eingefallen ist. Beacons. Ich habe herausgefunden, dass Beacons ganz gut funktionieren. Ich habe sie nur beim 6er Drill noch nicht benutzt. Das heißt, ich sollte einfach mal davon so 4-5 Stück bauen und taktisch um den 6er Drill positionieren, dürfte das nochmal gut abgehen. Da, bau davon einfach mal. Ja. Wie war das mit dem Draht? Das wird eher mit den grünen Chips zusammenhängen, ne? Oh nein. Zeig's mir. Es sind keine grünen Chips da, weil kein Kupfer da ist. Immer noch nicht. Ja, ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Also dann erstmal noch ein paar Beacons. Ist okay. Also Mauern werden nicht mehr. Das heißt, ich muss die restlichen Mauern selber bauen. Die Türme wieder abbrechen. Den aber zu Ende bauen lassen, weil das dauert ja doch immer eine Weile. Ich check's nicht. Es wird weggesüffelt wie nichts Gutes, das Zeug. Na gut, ich forsche auch gerade wieder, ne? Naja. Gut. Also, Überlandleitung. Zwacken wir hier unten mal ab. Mal einfach so linksklick und dann hochlaufen. Du musst dich gar nicht verbunden, du. Boah, bist ein Cheater, bist du. So. Und hier hin. Dann bappen wir den. Oh Gott. Das ist nicht gut. Wenn ich den 6er Drill jetzt hier hinbappe, dann baut er die ganze Kohle ab. Ach, wir haben gar keinen 6er Drill. Stimmt. 5er und 4er Drills. Oh. Noch besser. Dann mach den mal dahin. Mach da ein hin. Da so ein hin. Türme. Grün. Wie viele Türme haben wir inzwischen? 6. Das müsste okay sein, wenn ich die einfach hier so hin. Was? Wir funktionieren schon mal. Und gib mir mal die ganzen tollen rosa Dinger da. So. Also ihr habt Strom, ihr funktioniert, das ist gut. Eine Mauer. So. Soll nicht wirklich super toll sein. Soll einfach nur dafür sorgen, dass die Gegner hier außen rumlaufen müssen. Laser Turret Damage erhöht. Nochmal erhöht. 40% Bonus. 20% Bonus. Hä? Die ersetzen nicht, die bauen auf, ne? 10% war die erste Stufe. Zweite Stufe. 10% erste, 10% zweite, 20% dritte, 20% das, nochmal 20%, 40%, 30%, 30%, 30%, 40%. Ja, das wird immer, immer mehr. Das ist Hammer, okay. Nimm das nächste, sofort, go, go. Reichweite wäre noch toll, aber das ist ein bisschen gierig von mir. Also, ich hätte gerne ein 5er Drill. Und zwar... Da ist ein bisschen nah dran an der Mauer. Aber lässt sich nicht ändern. Ja. Und dann hätte ich gerne... Bis wo gingst du? Bis da unten. Das heißt, das Feld hier unten ist noch zur Verfügung. Und in die Richtung gehst du bis hier ungefähr. Das heißt, ich setze mal hier den nächsten Drill hin. Problem bei dieser Geschichte ist jetzt wieder, dass ich immer wieder hierher laufen muss. Um alles zu warten und neue Drills zu setzen. Aber Hauptsache, wir haben erstmal Kupfer. Und später können wir ja, wenn wir dann die 3 6er Drills haben, mit jeweils 12 Beacons drumrum,
müssen wir kein Feintuning mehr machen. Ja, bis dahin, was soll's. Achso, Mauern kommen hinterher, das ist gut. So, hier irgendwo ist dann die Haltestelle. Aha. Sagen wir mal hier so rein. Dum, 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 dum. Naja, muss ich auch gucken, wie lang das Ganze ist. Sagen wir erstmal so. Haltestelle. Haltestelle. Zack, du bist jetzt Kupfer 1. Zack. Dann hätte ich gerne ein Lockding. Ohne Holz, ne? Ach doch, ich habe Holz, Gott sei Dank. So, Holz. Und du fährst bitte nach Kupfer 1. Go. Anhalten. Dann docken wir dich an, dich an, dich an, drehen dich um, machen dich da weg, weil du vollkommen doof stehst. Wir haben jetzt kurzfristig keinen Strom, das ist okay. Ich mache das mal ein bisschen ordentlicher hier alles. So. Mauer, Mauer. Hier kommen dann die... Es ist ein bisschen doof jetzt, ne? Dass die Nase hier so aus der Verteidigung raushängt und ich nicht rein... Mach das mal ein bisschen weiter nach vorne. Nein, du musst keinen Kupfer mehr von Hand abbauen. Die Zeiten sind vorbei. So, Gates brauche ich noch ein paar mehr. Das ist nur eins? Aber zwei, ja, okay. So, sehr komisch, aber ist dann halt so. Kein Strom, das machen wir gleich. So. Kisten, die alle gerne Kupfer hätten und nichts anderes. So, 1000 Stück. Links, 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 links. Kann ich es gedrückt halten? Nee. Das wäre noch ein schickes Feature. Aber wahrscheinlich echt ein bisschen zu übertrieben. Faulheit sollte seine Grenzen kennen. Du. Ja, sieht eh Kuddelmuddel aus. So. Wir haben keine Roboter, das ist richtig. Wir haben nur ein Roboport. Okay. So, du wirst schon befüllt. Keine Ahnung, ob das so eine gute Idee ist, aber gut. Du kriegst das restliche Holz. Ihr braucht noch Speedmodule. Speedmodule. Na gut. Bisschen unwohl ist mir noch mit den Lücken. Aber theoretisch war das schon das Ganze, oder? Also ja, wir müssen den Drill einmal nach da setzen. Wir müssen den Drill später einmal nach da setzen. Und dann nochmal einen Drill irgendwo hier unten hin. Also ich muss noch zwei, dreimal wiederkommen. Aber wir haben alleine hier 135.000. Das hält schon mal so 10 Folgen oder so. Ja, dann die Schienen. Ich sollte eigentlich möglichst wenig Kurven drin haben, weil bei Kurven wird das Ding langsamer. Es geht hier auf, das ist sehr gut. Baum. Baum. Da wird... Was? Das war alles an Schienen, was ich hatte? Baum, Schienen. Habe ich Landfill dabei? Nein. Ich habe hier Forschungszentren dabei. Warum auch immer. Mist. Aber ich habe Stein dabei. Bau, Bau, Landfill. Mhm. Maschinen. Oh, hallo. Wo bist denn du?